Mir geht es in erster Linie darum, Zusammenhänge und Dialoge zu schaffen. Wenn man so will, die Moderne aus dem Blickwinkel der alten Musik zu beleuchten und das Moderne im Alten zu finden. Ausgangspunkt meiner Konzeption war die Sequenza von Luciano Berio, die als eines der ganz zentralen Werke der Violinliteratur des 20. Jahrhunderts auch in meinem Repertoire einen entscheidenden Platz einnimmt. Dieses Werk spiele ich jetzt schon seit vielen Jahren und es eröffnet mir eigentlich immer ganz neue Klangwelten. Die Spieltechniken, die Berio verlangt, sind nicht neu, die technischen Anforderungen jedoch gewaltig. Hinzu kommen Tempoangaben, die ein nahezu nicht ausführbares Spiel erfordern. Und man hat das Gefühl, das reicht ihm immer noch nicht. Er fordert den Spieler mehrfach dazu auf, ans Limit und sogar darüber hinaus zu gehen. Eine Spannung zwischen Gegenwart und alter Musik prägt auch das Werk von Berios Landsmann Salvatore Sciarrino. Er hat eine ganz unverwechselbare Klangsprache, die sich immer an den Grenzen des Klangs abtastet und die auch durch seine charakteristische Nervosität in den schnellen Sätzen eine Brücke zum Werk Robert Schumanns schlägt. Auch Schumanns Sonate verbindet barocke Formen mit progressiven Ausdrucksmitteln und Kompositionsformen. Ich denke, das ist der rote Faden, der die Stücke der CD miteinander verbindet. Bibas Passacaglia habe ich auch aus dem Grund ausgewählt, weil sie mich in ihrer Schlichtheit jedes Mal aufs Neue berührt. In ihr finde ich Trauer, Trost, aber auch Hoffnung und Zuversicht. Ich denke, das entspricht auch sehr meinem Naturell.